Damen und Herren, wir befinden uns hier live vor dem Künstlerhaus und hier gehen Stars ein und aus. Es ist aufregend. Wir wollen jetzt mal reinschauen, was hier los ist. Ich hörte, es ist das Abschlussevent von Generation 2.0. Besonders schön. Es gibt eine Filmrevue für euch. Und bevor es hier gleich losgeht, eine Zahl, die sehr, sehr wichtig ist, nämlich 475 Drehorte, in Anführungsstrichen, gab es in 5 Jahren. Das heißt, 475 Projekte, das ist der Knaller. Dein Lieblingsprojekt? EC Mobil. Was ist das? Ein Wohnwagenprojekt, welches wir umgebaut haben, um damit Jugendliche von der Straße zu holen und denen quasi, ja, zu Hause zu gehen. Wie cool ist das denn? Wir haben 2 Projekte gemacht, gefördert von Generation 2.0 in Braunschweig. Und zwar einmal Zeig uns dein Leben und einmal dieses Jahr gesund mit unseren Grundschulkindern. Wie viel Zeit hast du so investiert bisher? Jeder Unterschied. Oh, sehr viel Zeit. Also ich war von Anfang an bei vielen Projekten dabei und also 2-3 Jahre auf jeden Fall. Wow. Hier in der Rolle als Filmproduzentin haben wir die Sozialministerin Cornelia Runter. Bitte aufstehen und wie ein Star auf dem Ja, der besondere Reiz einer Produzentin ist natürlich, das Geld dafür zur Verfügung zu stellen, dass die Dinge wirklich gut funktionieren können. Und ich glaube, man hat ja hier schon gesehen, dass es gut funktioniert hat. Also einmal die Vielzahl der Projekte ist natürlich unglaublich, muss man sagen, was da wirklich gemacht worden ist. Hier war ja nur ein ganz kleiner Ausschnitt von dem, was wirklich denkbar war. Ich glaube, man hat 2 Sachen gesehen. Das eine war, es gab ja auch dieses Projekt gegen Rechtsextremismus zum Beispiel, also sehr starkes und gutes politisches Engagement gegen Radikalismus. Und auf der anderen Seite gab es dann auch die Projekte, ich denke an das mit dem Schwimmbad, wo man sehen konnte, da war auch viel Spaß dabei. Und ich glaube, das soll auch beides so sein, nämlich dass es einmal ein Ziel gibt, einen Wunsch gibt, sich auch politisch zu engagieren oder aber für andere zu engagieren. Und auf der anderen Seite muss das auch noch Spaß machen. Und wir wissen, dass gerade Ehrenamt eigentlich Spaß macht, nach allen Untersuchungen, die wir haben. Es gibt da Studien ohne Ende drüber. Die sagen immer, dass die Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, glücklicher sind als die Menschen ohne Engagement. Das ist so, das oder? Kann man doch nicht. Bitte, also, toben Sie sich aus, Frau. Und los geht's. Da. Schwimmen? Herz? Leidenschaft? Welches Projekt? Kochen. Kochbuch. Nein. Kochkochlaus. Ja, passt. Koch was? Es war die Kochshow, meine Damen und Herren. Aber habt ihr gut gemacht. Ja. Was ist das? Super Hero. Kraft? Supermann. Ja, Superkraft. Ja. Super Hero, was ist Superkraft. Das? Helden. Ja? Helden. Helden und Heldinnen. Ja. In der Rolle der Filmförderer hier die Fraktionsvorsitzende und jugendpolitische Sprecher und Innen. Bitte einmal aufstehen und freundlich winken. Sehr schön. Ich war angegeben übrigens bei dem Film gucken. Und was mich besonders beeindruckt hat, wenn man jetzt hier auch ein bisschen dreht, kommt man dahin, ist diese Idee gewesen, gegen rechts einfach diese kilometerlange Radtour zu machen. Weil ich glaube, da werden alle, die da beteiligt sind, das werdet ihr noch als Erwachsene und viel, viel später noch allen Leuten erzählen, wie irre das damals war. Und ich finde, die Idee, gegen rechts tätig zu werden, nicht einfach nur in Verwendung auf der Straße zu stehen, was wir ja auch immer alle machen, sondern tatsächlich über Land zu fahren und über 1500 Kilometer mit den Jugendwehren durchzufahren, um den Leuten zu zeigen, dass man kein braunes Gedankengut will. Das ist, finde ich, die Idee, die ist so irre und die ist so klasse, dass ich da einfach eben schwer beeindruckt war. Und diese Ideendrehkarte ist halt, steht halt dafür, dass man sich ungewöhnliche Sachen einfallen lässt, um zu demonstrieren, dass man nicht einfach nur an einem Ort auf die Straße geht und was tut, sondern dass man seine Idee verbreitet. Und das finde ich großartig. Vielen Dank. Ja, also den wollte ich ganz spontan nehmen, als ich gefragt worden bin, weil ich finde, es wird ganz häufig gesagt, wie die Jugend ist. Und zwar mit den Schlagzeilen, Jugend ist kriminell, Jugend setzt sich nicht ein, Jugend ist nicht interessiert. Das stimmt nicht. Wenn ich jetzt hier in den Raum gucke, wenn ich mir die Projekte angucke, Jugend ist ganz anders.
Jugend engagiert sich, Jugend ist kreativ, interessiert sich für die Gesellschaft und setzt sich ein. Und dafür verdient ihr alle einen Stern und ihr seid ein Stern für uns alle. Warum? Ja, ich hatte mich spontan für das Impulsheft entschieden, weil ich dachte, das zeigen eigentlich auch die Filme, man möchte euch eigentlich nur so einen gewissen Anreiz geben und dann sollt ihr euch ausleben. Ihr sollt kreativ werden, ihr sollt das machen, wo ihr Spaß dran habt, wo ihr Lust zu habt, wo ihr euch einfach engagieren wollt, um euch in Gruppen zu organisieren, um vielleicht alleine was zu machen, um andere zu unterstützen. Und ich finde es von den Ergebnissen her total klasse, wenn man auch weiß, wie viele Leute darüber hinaus sich eben nicht nur für eines dieser Impulse engagiert haben, sondern sich insgesamt darüber weiter in der Jugendarbeit engagieren. Ich glaube, das brauchen wir, euer Engagement. Und das finde ich einfach klasse, dass ihr eure Bereitschaft dazu erklärt habt. Und ich hoffe, dass ihr alle dabei bleibt. Das hoffen wir aber auch. Wir haben natürlich in der Rolle des Regie-Teams hier unsere Programmreferenten Wenke Breyer und Jens Wolker. Bitte wichtig, wichtig. Jens Wolker, Generation 2.0. Hallo. Foto. Schnappschussaktion. Schnappschuss. Schnappschussaktion in Fotos. Reload. Mädchen. Horror! Jugend in Horror! Wir hören auf an die Verschläge. Und die Laudatoren der Vorstand des Landesjugendring bitte auch einmal erheben und starmäßig winkeln. Wenn Sie und ihr heute Abend in den Sternenhimmel, den es garantiert geben wird heute Abend, über Niedersachsen schaut, werdet ihr knapp 500 neue Sterne entdecken. 500 Mikro- und 500 Makro-Sterne. Diese Sterne sind in den vergangenen 5 Jahren über ganz Niedersachsen aufgegangen. Ja, selbst über alle Landkreise, Städte, Kommunen in ganz Niedersachsen. Und wie kam es denn zu dieser Menge von Sternen? Vor 5 Jahren wurde das Förderprogramm Generation 2.0 ins Leben gerufen. Ziel des Programms war es, neue innovative Projekte in der Jugendarbeit in ganz Niedersachsen zu initiieren. Hierfür hat das Land Niedersachsen in den vergangenen 5 Jahren 2,8 Millionen, wir haben es gerade gehört, zur Verfügung gestellt. Wir möchten uns stellvertretend im Namen aller Stars, aller Akteurinnen und Akteure, unzähliger junger Menschen für ihr Vertrauen in die Jugendarbeit in Niedersachsen bedanken. Erstens. Innovativ. Zweitens. Perspektivisch. Drittens. Wir haben vieles umgesetzt. Das ist ein Wort, meine Damen und Herren. Das war es hier vom Nach-Außen-Report. Vielen Dank. Danke auch. Sehr schön.